Ziehen wir uns mal das Video von Hamed rein. Sehr korrekt auf jeden Fall, dass der auch ein Video dazu gemacht hat. 25 Minuten, Alter. Hamed testet Ernest Sucuk-Döner. 25 Minuten? Da ist auch noch safe andere Sachen drin, oder? Sagt ihr, Leute. Was hat er da gemacht? Aber sehr korrekt, dass der auf jeden Fall da war, weiß ich zu schätzen. So, ich würde sagen, jetzt ziehen wir uns mal das Video rein. Also, erstmal an der Stelle muss ich sagen, geisteskrank, was hier abging, Leute. Das Wochenende, Samstag, Sonntag. Ich war von 12 bis 1 Uhr im Laden. Und, ey, wirklich, ich bin überwältigt, wie viele Leute da gekommen sind. Also, ich hätte nicht mit so einem Andrang gerechnet. Heute auch, wir waren ausverkauft. Cookie Story, einfach ausverkauft. Ne? Das ist echt, das ist wirklich verrückt. Also ich hätte nicht gedacht, dass das alles so abgehen wird. Das freut mich auf jeden Fall. Und es haben auch die meisten Leute gesagt. Es waren kaum Leute, haben gesagt, dass es denen nicht schmeckt. Wirklich, eigentlich gar keiner, der mir so einfällt. Ich sage den Leuten, dass die auch immer ehrlich sein sollen, natürlich. Aber hier, Farid war gestern da zum Beispiel. Sehr viele Leute da. Also krass. Auch hier mittags einfach so, wo ich nicht da war. Sehr korrekt, Alter. Sehr, sehr korrekt, was da abging. Ja, Mann, das Farid da war, war auch richtig korrekt. Düsseldorf setzt wild, wir sind restlos ausverkauft. Vielen Dank, bis morgen. Einfach ausverkauft, Leute. Das ist schon krass. Das freut mich auf jeden Fall. Heute war aber wirklich sehr, sehr viel Hektik. Also sehr viel los, dafür noch weniger Personal. Mal schauen. Ich hoffe, das wird die Tage auf jeden Fall ein bisschen koordinierter werden noch. Weil klar, es ist ein bisschen Chaos, wenn man neu eröffnet. Ein bisschen, wie soll ich sagen, da muss erstmal Rotation, Koordination rein, alles komplett. Das Team muss sich richtig einspielen und dann läuft der Hase auch. Und ja, wir gucken uns jetzt mal Hameds Video an. So. Hör ich nix. Ich befinde mich gerade in meinem Gaming-Zimmer. Mit Schlafsache noch, weil ich bin gerade aufgewacht. Ihr seht, der Tod ist besser, weil ich habe jetzt hier so Akustik-Schaumstoffmatten. War komplett in weiß, also man erkennt es nicht so krass. Ist so dezent und so. Mag ich ein bisschen mehr als so futuristische Schaumstoffmatten, die unnormal kacke aussehen und die jeder hat. Aber es kommen noch ein paar Sachen. Wir haben das ja im Video zusammen eingekauft alles. Könnt ihr gerne abchecken. Ja, die Speisekarte, weiß ich, ob die noch erweitert wird. Ich hatte auch mal überlegt, so mit Gedanken zu spielen, vielleicht mit Frühstück und sowas. Das wäre schon geil eigentlich, ne? Sowas. Und in Gladbach macht der Laden bald auch irgendwann auf, aber jetzt nicht von mir. Das ist ein anderer Besitzer dann. Döner kostet 7,50 Euro. Holle war heute auch da, richtig verrückt, Alter. Es ist so ein Zufall gewesen, ne? Ich komme so an, um 17:30 oder so, wann das war, mit Massi. Ich gucke nach links, auf einmal sehe ich da, ist das nicht Holle, der da gerade in seine Kamera redet? So, und dann sehe ich den, was macht der denn hier? Ist er schon am Essen und sowas? Ich gehe so rein, Jungs, der Holle war gerade da. Und so meinte, ja, der war gerade da und so. Die meinten aber, ist gerade echt sehr, sehr viel Stress. Der kam halt genau da an, wo auch richtig viel los war. Ich hoffe, die haben den einen guten Sucuk-Döner gemacht. Und man weiß ja bei Holle, der ist immer ehrlich. Also ich will auch gar nicht, ich mag das nicht, wenn Leute sagen, ey, boah, dein Produkt ist geil, obwohl die es gar nicht geil finden, nur um den Creator da zu supporten und sowas. Man soll schon offen und ehrlich sein. Und der ist halt immer offen und ehrlich, das finde ich sehr korrekt. Und ja, mal gucken, was der hat gesagt. Er hat mich dann kurz in die Kamera geholt, haben ein bisschen gequatscht, wie ich auf die Idee gekommen bin und sowas. Und ja, ich denke mal, der wird das auch mit reinschneiden. Und dann meinte der, ja, Bewertung kannst du dann im Video sehen. Ja, ja. Ja, mal schauen, was der sagt. Ist ja auch nicht jedermanns Geschmack. Ich bin gespannt, was er sagt. Ist er, glaube ich, ist er komplett deutsch? Mal gucken, was er dazu sagt. Da bin ich gespannt. So, dann gucken wir jetzt mal. Heute ist ein cooler Tag. Heute fahre ich nach Düsseldorf. Bin bei der Eröffnung des Ladens von Erné dabei. Und ich werde noch so ein paar Sachen machen müssen. Nehmt euch auf jeden Fall mit. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen nach unten da, wenn es euch nicht gefällt. Und abonniert den Kanal nicht. Ich habe noch meine Schlafsachen an. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal meine Unterhose wechseln und generell meine Kleidung wechseln. Ich weiß nicht, warum ich das mit der Unterhose erwähnt habe, aber sag mal ein bisschen vor. Outfit wurde gewechselt. Ich habe auch das erste Mal wieder einen Ohrring an. Ich habe ja zwei Ohrringe mir mal geholt gehabt, also für beide Seiten und einen. Können wir eigentlich ein bisschen vorspulen, oder? Natürlich nicht so. Nein, alle meine Sachen sind, die Hälfte ist abgelaufen. Was ist der da? Das Sucuk mit Ei? Jetzt wird die auf entspannt Männermann gegessen, Tomaten und Ei. Kein schwieriges Rezept. Ach, da ist er. Dafür sehr, sehr lecker, wenn ihr irgendwie okay, bin ich mal gespannt. Frau beeindrucken wollt oder so. Macht einfach Männermann. So. Business Talks sind fertig. Jetzt geht's nach Düsseldorf zu Ernie. Das ist eine ganz komische Situation. Uns hat gerade ein berühmter Profiboxer, also wirklich sehr berühmt, einer der... Das hat er mir auch gezeigt, irgend so ein Boxer-Ding geschrieben wegen deren Marke. Warum ist der so am Spucken da damit? Neuen Generation, also der steht zu null im Boxen, hat noch nicht eine Niederlage, hat über 2 Millionen Follower. Ich war gerade einfach Rührei mit Tomaten, was für Männemem. Und er schreibt einfach Watto an, also so unserer Brand. Verrückt, der steht einfach in den Insta-DMs von Watto. Leute, checkt den neuen Watto-Drop an, ganz wichtig. Aber Bruder, ganz komische Situation. Ich muss ehrlich sein, ich kannte ihn vorher nicht, aber meine Kollegen rasten gerade alle aus. Die sagen, boah, den muss man kennen, bla bla bla, der ist NBA-Level, was Boxen angeht. Der,
man kennt krank, ihn auf jeden Alter. Fall, wenn man sich mit Boxen auskennt. Heftig. GGs. Heftig. Alter. Lying. Why you always lying? What you eat with, the girls that you sleep with, what you talk with, walk with, speak with. Ha, was haben wir denn hier? Hier sind Ballons. Das muss es sein. Ja. Hm? Geil. Ich glaub schon. Nee, oh. So, doch nicht. Da, oh mein Gott, Bruder, das ist da. Das aber Ziel jetzt hier parken, hart. Ja, Mann, da ist es, Alter, krass. Hartes Parken, Digga. Ey, Leute werden mir das nicht glauben, ne? Aber ehrlich jetzt, das finde ich unfair. Ich fahre hier dieses Parkhaus hier runter und erstmal eine ganze Etage, also es waren so 20 Parkplätze, nur für Frauen. Parkplätze für Frauen. Gleichberechtigung? Wo sind Parkplätze für Männer? Ich sehe hier keine. Das ist keine Gleichberechtigung, ich check das nicht. Ist okay und so, Gleichberechtigung, ich bin ehrlich, für ja, Gleichberechtigung. Aber ist das Gleichberechtigung, wenn Frauen Vorteile bekommen? Nein, aber ich habe mir einen Parkplatz ausgesucht, der zu mir passt. Die Nummer 10. Oh yes, baby. Schon gesehen, da sind auf jeden Fall schon einige Leute vor dem Laden, obwohl der noch nicht mal jetzt irgendwie direkt geöffnet wird oder so. Chillen da einfach schon ein bisschen früher. Mein Auto ist Es waren Leute um 9 Uhr da und sind bis 19 Uhr geblieben. Einfach 10 Stunden waren die Leute da. Das ist so krank, Alter. Geschlossen und ich gehe jetzt hoch und probiere den Sucuk-Döner. Okay, wir sind jetzt in dem Laden drin. Von der Nähe, ist noch nicht da. Von innen sieht super aus, ehrlich. Bin sehr, sehr überrascht. Wir zischen aber kurz weg, weil die anderen noch ein bisschen brauchen und holen kurz ein Mikrofon. Was geht ab, Jungs? Was geht ab? Ja, guck mal, was da für eine Schlange war, Leute. Der war einfach vor mir da, Hamed. Vor meiner Ladenöffnung war einfach Hamed zuerst da. Safe, safe. Alles klar? Ja, normal muss. Wir sind nicht über Rot gegangen. Das ist eine grafische Editierung gewesen von Justin. Guck, jetzt hat er es weggemacht. Ach, geht aus das Foto. Ja, das können wir ja skippen, Leute. Wir sind gerade Richtung Königsallee. Lass hier bleiben. Auch mal den Kameramann ärgern. Was geht ab, alles klar? Guck mal, was für eine Schlange das war. Das war diese Schlange und dann nochmal links um die Ecke. Wir sind bis zur Hauptstraße gekommen. Alles klar. Wirklich, das ist so verrückt, wie viele Leute da gewesen sind. Ne? Polizei ist auch hier, überall. So. Was geht ab, alles klar? Das ist ja um die Ecke. Was geht ab? Alles klar, Bruder. Was geht, Digga? Ich chill immer. Ich muss lange warten, ne? Ja. Bruder, die sind hier schon so lange, direkt seit Anfang an. Ja, der war um 9 Uhr da, Alter, der Erste. Krass. Da. Ey! Was geht ab? Junge. Gut, und dir? Junge, bist früher als ich da, Alter. Machst du Laden? Junge, du kommst eine Stunde vor deiner eigenen Ladeeröffnung. Ja, normal, Bruder. Wie normal, Junge? Weekend League spielen, ja? Ehrlich jetzt? Ja, 20 Spieler. Er spielt ehrlich Weekend League. Hast du gerade gestreamt oder was? Nein, bis 6 Uhr morgens. Oh mein Gott, Digga. Ja, ich bin gespannt, ne? Wie es wird. Ich bin auch gespannt. Ich hab Hunger auch. Kriegst gleich was zu essen. Ihr habt Sucuk-Döner, ne? Ja, normal. Ja, okay. Bruder, ihr habt Sucuk-Döner, ne? Ich sag dem 10-mal, Bruder, ich mach Sucuk-Döner-Laden auf. Ihr habt Sucuk-Döner, ne? Er ist so verpeilt, Alter. Was denn sonst, Bruder? Was habt ihr noch? Ja, Dürüm ist dabei, Falafel. Und haben wir noch irgendwas anderes mit Sucuk? Oder nur Sucuk-Döner? Nee, Döner. Achso, okay, krass. Okay. Ja, heute ist Sucuk ein Chill. Justin blendet die Adresse einmal kurz ein. Ab jetzt geöffnet. 24 Stunden. Kennst du Lügengeschichten? Ich schwör, wir hatten wirklich gefühlt 24 Stunden. Also wir hatten 24 Stunden an beiden Tagen insgesamt auf. Samstag und Sonntag. Nein, nicht 24 Stunden. Leute, kommt einfach. Er wird offen sein. Fertig. Die Polizei macht schon Augen, ne? Entspannt. Ist sonst noch irgendwer da? Nee, ich bin ein Vorzeigeding. Du bist echt. Ja. Wann kommt Katschenk? Katschenk kommt als letztes, ey. Ja, bestimmt 14 oder 15 Uhr oder so kommt er. Jetzt wird auf jeden Fall dieses Band durchgeschnitten, was man immer macht bei einer Ladeneröffnung. Das gucken wir uns an. Hagen, Ernesto, ihr habt in den letzten Wochen richtig, richtig Gas gegeben. Ihr habt was richtig Geiles mit Mehmet und Ozan aus Krefeld auf die Beine gestellt. Wir sind alle richtig stolz auf euch. Leute, alle zusammen, Countdown ab 3. 3, 2, 1. Geil. Ich bin 1,80, ihr Säcke. Und dann kann man schon essen, Jungs, jetzt? Ja, geht's los. Nein. Ey, Hamed hat, glaube ich, sogar mit den ersten Döner bekommen. Kann das sein? Glaube ich. Er muss testen. Ja. Du musst den ersten essen, Bruder. Ja, ich hab schon gegessen. Hast du schon gegessen? Ja.
Ja, okay, dann nehme ich den ersten Döner, krieg ich. Guck mal, Ehrenaktion. Haben wir den ersten Döner gegeben, überhaupt von einem, der da reingekommen ist. Ich habe ja schon öfter gegessen, deswegen. Let's go, offiziell. Okay, ey, du musst mir aber empfehlen, wie wir den machen. Das, wie du am besten findest. Okay, du kriegst einen Cheddar, einen Cheesy von mir. Okay, hört sich gut an. Cheesy hört sich gut an. Käse mag ich. Außer er ist irgendwie an Füßen oder so. Käseschimmel oder so. Das mag ich nicht. Käsefüße. Geschmolzener Käse. Roher Käse auch nicht. Rohen Käse mag ich auch nicht. Film mal bitte, was für ein Bild von René da reingenommen wurde. Er hat so das heftigste Urlaubbild genommen. Man denkt, das ist so ein Love Island-Bild oder so von einem Kandidaten. Das war Malle, Bruder. Love Island-Kandidat-Foto, Digga. Bachelor. Aber eigentlich Bachelor, gut, oder? Ja, meinst du, soll ich dich bewerben? Ja, ja, komm. Boah, das sieht schon sehr gut aus. Boah, geil, Alter. Ich mag alles. Boah, das war echt eine geile Aufnahme. Komm, wie geil das aussieht mit der Käsesoße, Leute. Boah, das sieht schon sehr gut aus. Guck mal. Geil, Alter. Diese Käsesoße, dann das Dönerfleisch. Ich mag alles. Ich mag alles. Sehr gut. Dann kriegst du erstmal Zwiebeln von mir. Ja. Eisbergsalat von mir. Ja. Okay. Ein paar Tomaten. Mhm. Geil, kriegt der direkt Hunger, ne? Oh, sieht gut aus. So Röstzwiebeln feier ich. Ja. Gurken feier ich auch. Mach wie du willst, ohne Käse aber auf jeden Fall. Hier sind nur die Toppings, damit ihr ein bisschen mal sehen könnt. Es gibt Jalapenos, Mais, es sind Gewürzgurken. Jalapenos sind hier. Seht ihr, glaube ich, gerade nicht wegen der Cam. Packen wir mal oben rechts hin. Röstzwiebeln, Oliven, Ziegenkäse, Schafskäse und dann halt noch Salat und so, ja. Ja. Okay, okay. Oh. Sieht schon brutal aus. Oder was sagt ihr? Also optisch sieht das schon brutal aus. Ich persönlich, ich finde, am geilsten ist für mich das Brot, weil ich habe noch nie so ein Brot gegessen. Dafür haben die Jungs auch nur speziell die Lizenz, sage ich mal, das so herstellen zu lassen. Also haben die lange probiert, bis da ein geiles Brot bei rumgekommen ist. Und bei der Produktion, das Brot ist echt brutal, Leute. So groß habt ihr noch nicht, gell? Hä? So groß sind noch nicht, ja. Boah, stark. Sehr, sehr stark. Der über die Theke geht. Der erste Sucuk-Döner, Leute. Ja. Das war der erste, der über die Theke gegangen ist. Krank. Da hinten bin ich auch wieder. Nein, ohne Spaß. Bin sehr, sehr gespannt. Okay, wir haben jetzt hier einen Sucuk-Döner. Also ein Döner mit Sucuk. Wir sind einfach hinter die Kulissen in die Küche gegangen. In die Küche gegangen und haben da gegessen. Also er hat da probiert. Fleisch statt normalen Fleisch von dem Laden von meinem Bruder Enne auch in Düsseldorf. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Hier ist Käse drin. Das ist eine Cheddar-Version. Hier gibt es auch mehrere Versionen von Sucuk-Döner. Ja, mit Ei und so ist hier auch drin. Na, gibt's auch. Ah, gibt es auch zum Beispiel. Okay. Classic und Cheddar. Ja, hier ist Cheddar und sowas drin. Könnt ihr gerne besuchen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sucuk-Döner. Fresh Algeria, danke für deinen Raid, mein Bester. Habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Ich bin gespannt. Das Ding ist zwar von Ernie, aber wenn es nicht schmeckt, dann sage ich dir das auch. Das ist wichtig, Digga. Wenn es ihm nicht geschmeckt hätte, ich schwöre, dann soll er mir auch bitte sagen, Bruder, ich bin ehrlich, das ist für mich nur eine, keine Ahnung, 6 von 10 oder ist okay, kann man essen, aber ist nicht so meins. Bruder, ich wäre der Letzte, der was sagt. Ich habe lieber Leute um mich herum, die ehrlich ihre Meinung sagen, anstatt, dass die, wie soll ich sagen, nur weil die mich kennen, sagen, ich verstehe diesen Aspekt dahinter, aber... Mir ist dann Ehrlichkeit doch am Ende lieber. Aber ja, erzählt mir mal da ein gesundes Zwischending, Leute. Weil ich kann auch verstehen, wenn Hamed das nicht geschmeckt hätte zum Beispiel, dann hätte er vielleicht gesagt, schmeckt nicht gut. Und dann denkt er vielleicht, ey, dadurch läuft Ernest Laden vielleicht schlechter, keine Ahnung. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt so ein Zwiespalt. Aber ich würde trotzdem ehrlich die Meinung sagen, Leute. Wenn mir was nicht schmeckt, dann sage ich das. Oder sage, es ist nicht mein Geschmack. Und wenn die anderen das mögen, dann mögen die es. Ne? Genau, ohne Kritik kann man auch nicht besser werden. Es ist einfach so. Kritik ist da, um angenommen zu werden und umgesetzt zu werden. Leute, das ist mein erster Laden, den ich aufmache. Und ich bin bisher super zufrieden. Es wird aber auch natürlich Kritiker geben, die sagen, ey, das schmeckt mir nicht oder was weiß ich was. Das ist immer so. Es gibt kein Produkt auf dieser Welt, wo alle sagen, wo 100% sagen, ey, das schmeckt mir. Ne? Sag, okay. Schmeckt es unterschiedlich. Oh mein Gott. Sei ehrlich. Oh mein Gott, ey, nee. Boah, die haben den aber echt vollgepackt. Das ist schon sehr vollgepackt. Hamed, probiert jetzt. Oh, guckt euch mal das Brot an, Leute. Wie geil dieses Brot ist. Seid mal ehrlich, oder? Guck mal, diese Aufnahme gerade, Digga. Oh! Sieht aus, als ob der einen Zip im Mund... Spaß. Gönn dir, Bruder, das Brot. Schön knackig. Boah! Das schmeckt ein bisschen wie so eine Mischung aus Döner und Hotdog auch. Ich dachte mir, was für Hotdog, Bruder? Ja, das ist so eine Art Richtung Simit, auf jeden Fall. So schön mit viel Sesam.
Also schmeckt unnormal geil. Aber nicht so, wie ein normaler Döner schmeckt. Wurde einfach Hotdog, Digga. Einfach Ikea Hotdog. Was sagst du zum Brot? Das Brot ist das Heftigste vielleicht sogar. Ich finde das Brot geisteskrank. Ich muss noch einmal reinbissen mit dem viel ganzen Fleisch hier. Reiß rein. Oh, guck mal, das Brot, Leute, das sieht schon geil aus, oder? Dann. Was? Du. Ah. Mach mal. Ich hab's schon, Bruder. Komm. Komm. Okay, komm. Ich beiß da auch noch mal schön rein. Boah, ich muss sagen, Sucuk-Döner, noch nie gegessen. Ich bin aber positiv überrascht. Ich würde dem Döner wirklich eine 9 von 10 geben. Also. Und ja, mein Döner kriegt eine 9 von 10. Okay. Aber das ist ehrlich eine Variante. Wenn man das noch nie gegessen hat, muss man probieren. Und ich würde immer so abwechseln zwischen normalen Döner und... Holle, so meine Döner. Holle war sogar da. Holle war heute da. Aber ich hätte es cooler gefunden, wenn Holle vielleicht... Also ist korrekt, dass der jetzt schon da ist. Klar, Laden hat neu aufgemacht. Aber wenn er vielleicht ein paar Tage später, wenn es ein bisschen ruhiger ist, gekommen wäre... Weil jetzt gerade ist wirklich komplett die Hölle da drin los. Ich hoffe, die haben einen guten Döner gemacht, weil ich war nicht da zu dem Zeitpunkt. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich direkt gesagt, ey, Jungs, hier Holle, macht mal auf jeden Fall einen Top-Döner hier für ihn. Ne? Die geben sich natürlich Mühe die ganze Zeit. Das war auch kein Undercover-Test, was er gemacht hat. Er kam ja einfach so öffentlich vorbei, auch mit Kamera und sowas. Deswegen mal gucken, was Holle dazu sagt. Er war ja von dem anderen Döner nicht so begeistert, also, wo der bei Söhner war, glaube ich, hieß das, ne? War der nicht so begeistert, hat er auch irgendwie 6 oder 7 von 10 gegeben oder so. Aber hat er auch gesagt, ist nicht so sein Geschmack, weil der Sucuk nicht so intensiv ist. Das ist bei uns ja auch der Fall. Der Sucuk ist nicht so intensiv, weil dann könntest du den gar nicht so essen in einem Dönerbrot, weil du dann voll, würde ich sagen, Mundgeruch hättest und Sodbrennen kriegen würdest. Wenn ich viel Sucuk esse, ich merke immer danach sofort, ey, es brennt hier komplett. Und deswegen haben die Jungs wirklich lange dran gesessen aus Krefeld, da eine Gewürzmischung herzustellen, die nach Sucuk auch intensiver schmeckt, aber nicht so dieses Extreme, so dieses Leichte. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist das ein guter Ausgleich, weil du hast die Kombination mit dem Brot, mit der Käsesoße, dem Sucuk-Fleisch und ich finde, das Komplettpaket macht's. Das ist auf jeden Fall geil. Das ist meine persönliche Meinung, deswegen feiere ich das auch. Und ja, bin ich da auf jeden Fall auch Fan von dem Produkt, weil ich das halt davor noch nicht so gegessen habe und in meiner Heimatstadt auch noch nicht so gesehen habe. Ne? So einem Döner. Ohne Spaß, riecht cool. Was ist so für Döner-Varianten? Eine Alternative. Habe ich ein bisschen Dreck in meinem Mund? Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Boah, Alter, heftig. Stark. Ehrlich stark, Ernie, ich bin stolz auf dich. Danke, Bruder. Guck mal, wer da ist, Chad. Guck mal, wer da ist. Wie geht's dir, Casey? Willst du reinlassen? Weiß rein. Ich hab auch einen Fall. Casey ist am Start. Ach, Katschenka! Was war das für ein Biss? Bruder, wer hat denn da reingebissen? Du hast gar nichts abgebissen. Bruder, Casey hat direkt meinen Laden schmutzig gemacht. Was hat er gemacht? Richtig. Ja, richtig, Junge. Daniel! Natürlich! Du musst so. Casey ist auch da, Leute. Sag, ist er ehrlich? Was findest du? Erster Bissen? Schmeckt schon geil. Guck mal, wie er lügt. Er hatte nur Salat. Nein. Ich schwör, der hat ja gerade Hops genommen. Casey hatte wirklich nur Salat gehabt. Man sieht das. Er sagt, ja, Bruder, schmeckt gut. Oder sei doch ehrlich, er hat einfach nur Salat im Mund gehabt. Schön die gerösteten Zwiebeln. Brot ist auch schon gut. Ja, das Brot ist ehrlich sehr, sehr gut. Der Case ist voller Süße, er hebt sogar direkt auf. Muss man auch festhalten, bodenständiger Mann hier. Digga, wow. Guck mal, ich muss einfach putzen, Digga. Da bin ich am Putzen, Leute. Ich bin unterm Tisch. Den Junge, er kann nicht essen. Er kann nicht essen. Alter, was machst du da? Voll Sand, das geht ja bis dahin, hab ich gesehen. Ich hab schon gesehen, Alter. Ist ehrlich heftige Stadt. Ich muss sagen, wirklich sehr, sehr starker Döner. Kommt auf jeden Fall Düsseldorf abchecken, Leute. Aber nee, auch um NE zu supporten und den muss man sowieso einmal probiert haben. Einen Sucuk-Döner, Digga. Aber wie kostet der überhaupt? Er kostet nur 3 Euro? Oder Ahmed, ich feiere manchmal seine Lostheit, ne? Der so, Bruder, kostet nur 3 Euro, ist Aktion. Hier zu besonderen Anlass, Eröffnung. Ja, ja, ist zu teuer, zu günstig. Ja. Das kann Tank sein. Boah, so ist geil, ey, so, genau so mag ich das. Es gibt Leute, die sagen, nee, das ist mir zu verbrannt, ich möchte das Brot lieber schön weich haben und nicht so knusprig. Genauso liebe ich das, nur mit so leichtem, leicht verbrannt. So leicht und dann dieser Geschmack dazu. Oh, das ist geil, Leute. Das ist geil. Was sagst du?
gut. Ist gut, ne? Ist nicht so stark, dieses Sucuk ist nicht so stark nach Nutella, aber ja. Schmeckt es raus. Ich finde. Ja. Genau, da hat er gut auf den Punkt gebracht. Da war der ehrlich, der Casey. Du hast diesen leichten Sucuk-Geschmack, aber nicht diesen intensiven. So. Klar, wenn ich jetzt hier bei Ege Türk oder wie das heißt, wie heißt die Marke, mir jetzt Sucuk hole und das in der Pfanne zu Hause mache, normal, das schmeckt viel intensiver, sage ich euch ehrlich. Aber ich kann davon auch nicht so viel essen. Maximal mache ich mir mal so 8 Scheiben davon und mache die auf 2 Toast verteilt. Und dann merke ich das auch schon, kriege ich manchmal leicht Sodbrennen. Ne? Deswegen ist das schon sehr, sehr intensiv, wenn man das zu Hause macht. Aber es schmeckt natürlich dann auch mehr, ne? Das ist ja klar, dass es mehr nach Sucuk schmeckt. Aber das schmeckt schon anders als normaler Döner. Das weiß ich, schmeckt anders, ja. Ja. Ein bisschen dieses Knoblauch schmeckt man raus. Ja, Mann, so eine Abwechslung, finde ich. Also das Wichtige ist nämlich, was sie oft bekacken, die Döner sehen, ist das Brot ist stark, Mann. Das würden das stark. Weil hier nur alles so denke ich. Schon wieder gekleckert. Das Brot ist heftig, Annie. Ja, das ist das Wichtigste. Brot ist sehr wichtig. Mhm. Kannst du überhaupt darauf, so einen Zulub-Dönerladen zu öffnen? Bevor ich die Frage beantworte. Ja, bei uns wurde leider bei dem ersten Tag sehr viel geklaut. Finde ich echt ehrenlos, Alter. Man macht eine Aktion, eine neue Öffnung. Leute kommen rein, nehmen sich einfach Getränke aus dem Kühlschrank, nachdem sie ihren Döner geholt haben und klauen einfach Getränke und sowas. So, das finde ich geht gar nicht, Alter. Weißt du, ich würde sowas niemals machen. So, klar, ich hatte früher auch andere Gedanken. Vielleicht mit 15, mit 14, da war ich noch anders drauf. Vielleicht hätte ich sowas auch noch gemacht damals. Aber so... Jetzt, niemals würde ich sowas mehr machen, Alter. Das macht man halt nicht. Klar, weil es waren schon ein paar Flaschen, auch ein paar Döner und sowas. Klar, ist ein bisschen Minus so, aber ja, daraus haben wir auch gelernt und die Reihenfolge bzw. die Schlange ein bisschen anders gelenkt dann, ja. Mehr, auf Kamera sieht man halt nicht so viel, Leute. Auf Kamera sieht man leider nicht. Wir haben überall Kameras. Hier sieht sogar auch eine Kamera. Zack, überall Kameras, komplett an jeder Ecke. Ja. Die dachten, Döner mit Getränk 3 Euro. Nein, das wurde extra angesprochen. Sicherheitspersonal hatten wir auch vor der Tür gehabt, aber nicht innen drin. Ich bin auch ehrlich, Leute, ich hätte nicht mit so einem Ansturm gerechnet. Vor allem heute. Heute ist der erste Tag, wo die Preise normal sind und die Schlange war am Anfang fast genauso lang wie Samstag, Sonntag. Ist nicht fast, aber waren schon sehr viele Leute da. Das heißt, alle Leute, die heute da waren, haben 7,50 Euro Minimum gezahlt, statt 3 Euro. Und geisteskrank. Die Jungs rufen mich an, sagen, ey, die Döner fast aus, Alter, was geht hier ab und all sowas. Ja, am ersten Tag, da gab es Silberpfeil, die ersten 500 umsonst, klar, das stimmt, aber ich meine Getränke aus dem großen Kühlschrank, Cola, Fanta und all sowas, das war nicht kostenlos, das habe ich ja auch nicht so gesagt, aber die Leute haben es einfach mitgenommen manchmal, ja. Bruder, ich habe das erste Mal gegessen in Krefeld, dann fand ich das geil und dann habe ich gedacht, in Düsseldorf gibt es sowas noch nicht. Du machst jetzt beantworte ich, warum ich das aufgemacht habe. Probier ich das nicht einfach mal aus, noch was Neues nebenbei von YouTube und Streaming, ja. Was anderes ausprobieren. Neues Standbein aufbauen so auch, ne? Ist auch cool, ist mal was anderes, nicht so das Übliche. Ich bin auch vom Produkt überzeugt so. Ja. Manche haben wieder auf Twitter geschrieben, Geld und hier und da. Oder normal will ich auch Geld damit machen, ist ja klar, oder? Wir will kein Geld damit machen. Ja, ja, aber ich feiere das Produkt, ist eine gute Idee, gute Lage. Ja, du hast alles richtig gemacht. Ohne Spaß. Danke, Bro. Bin stolz auf dich. Okay, jetzt Justin, der Kameramann. Hä, Digga, wir teilen, wir sind Brüder. Der Verdammel war schon sehr gestoppt, Alter. Geil. Geil? Junge, iss doch erstmal zu Ende, bevor du sagst geil. Hau erstmal ein bisschen. Komm hier. Das ist Özgür, Leute. Özgür, ich kann nicht mehr. Das ist Özgür. Brot ist brutal. Brot ist krass. Brot macht echt viel aus. Eins bis zehn. Eis rauf, Junge. Mach einfach rein. Neun. Alter. 9 ist schon krass, Alter. Also ich sag euch so, wie es ist. Ich persönlich, ne, ich sag euch, ich bin immer ehrlich. Ich, so wie ich den jetzt die letzten Tage gegessen habe, gebe eine 8,5. 8 bis 8,5. Steak ist für mich 10 von 10. So, deswegen. Ne? Und Nudeln mit Garnelen und so. Döner ist für mich so 8,5. Ja, 8 bis 8,5. Ist meine ehrliche Meinung. Ist gut, ist top, aber Steak ist für mich an erster Stelle. Ich würde niemals sagen, dass ich diesen Döner über Steak stellen würde. Also wenn ich jetzt so heute zum Beispiel Steak essen war. Bin ich nur ehrlich zu euch. Das Produkt an sich ist super, Leute. Ich finde es echt geil. Ist Halal, ja, ist komplett Halal. Ist auch sogar extra ein Dings an der Tür, ein Zeichen, damit alle Leute das sehen können. Und, ja. Von jedem eine gute Bewertung, ehrlich. Digga, Justin soll mir ein Getränk holen. Er holt mir von allen Getränken, die es gibt, Cola Zero. Willst du mir damit irgendwas sagen?
Bin ich fett? Das auch nicht. Nee. Das Nee hat sich ironisch angehört. Du bist hübsch. Ironie. Ja, ich finde auch Steak und Döner, weiß nicht, ob das so geil ist, Leute. Ich habe das mal probiert, da kommt sogar noch ein Video bald auf euch zu. Ich habe es probiert, Steak-Döner, Wagyu-Fleisch. Aber, keine Ahnung, ich finde ein Steak ja für mich einfach auf den Teller geschnitten mit Pommes und ohne so Döner-mäßig. Döner ist Döner, so wie ich es hier kenne vom Spieß, aber Steak, weiß ich nicht. Ich habe so einen Freund von mir, ne, aus China, hat mir ein sehr, sehr deepen Zitat mitgegeben. Und ich würde gerne deine Bewertung hören. Das Zitat lautet, du kannst auch Chinesisch, ne? Mandarin oder Kantonesisch? Beides. Ja, okay, das ist Mandarin. Ja. Fu Changane, Bodung Dao Dao Seta, Fortung Gao, Zimmer. Digga, selber kann damit so gut reden, Alter. Fu Changane, Bodung Dao Dao Seta, Fortung Gao, Zimmer. Das ist der Begriff meines Skills. Aber hast du ein bisschen verstanden? Ich hab gar nicht verstanden. Ich bin jetzt in den Bereich angekommen, ihr seht, wie das tropft und so. Da ist nur noch Käse drin. Er schmeckt unnormal lecker. Das ist wie so ein Käseschmelzerbrot, was man sich so selbst zu Hause gemacht hat jetzt am Ende. Mit leckerem Brot aber. Ja. Ich muss auch sagen, dass auch nicht nur das Zuschubfleisch, sondern auch das Drumherum ist ein bisschen anders. Ne, als bei ja, das meine ich. Er schmeckt wie nicht wie so ein normaler Döner. Die Soße scharf, weiter, Honig selten. Ist auch geil, aber ich glaube, da muss ich noch eine andere Käse. So wäre doch geiler. Ja. Aber Mann, Digga, Justin, Mann. Alter, man kann echt dreckig machen damit. Das ist die Soße, die nicht rausgeht. Das ist extra so ein Mittel. Ja, du Wichser. Ja, nee. Darf ich auch einmal gleich schneiden? Ja. Ja? Ich ziehe auch Ausrüstung an. Okay. Mitarbeiter des Monats. Soll ich deinen Döner machen? Ja? Ich mach das. Das ist jetzt so geil, Leute. Guck mal bitte. Ich küsse dein Herz. Gerne, Bruder. Er freut sich, Bruder. Er weiß noch gar nicht. Ich freue mich wirklich. Ja, ich mach deinen, ne? So wie ich will. Okay, mach so wie du willst. Ey, was macht der? Ey, ich darf seinen Döner machen, meinte er. Okay, Chef. Sag mir, welche Soßen du magst. Du meinst, du machst. Soll ich entscheiden? Okay, dann entscheide ich. Ich nehme als erstes diese rote, was auch immer hier drin ist. Ich weiß es nicht. Das Ketchup? So, warte. So, erstmal. Weißt du, damit du auch glücklich bist, weißt du? Dann dazu ein bisschen Knoblauch, weil wir achten nicht so auf Mädchen und so. Es geht um den Geschmack, nicht um Mundgeruch, weißt du? Okay, so. Dann, gibt es irgendwas, was du nicht magst? Oh, ich mag keine Tomaten. Keine Tomaten? Okay. Keine Tomaten, dann mach Tomaten rein. Tomaten rein, ein bisschen. So. Dann noch ein bisschen Zwiebeln. Ich hab doch gesagt, Mundgeruch ist egal. So, zack. Ja. Salat auch noch. Gehört dazu, du weißt. Okay, der Döner ist auseinandergenommen. Ich hätte niemals gegessen. Dann da drauf nochmal, das ist eine Taktik. Diese, was auch immer hier drin ist. Komm nochmal drauf. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Platz für Fleisch. So, okay. Falsch? Ah, okay. Ich verstehe. Ja. Jawohl. Oh, Applaus! Boah, Applaus, Jungs! So, was mach ich? Liegt einfach hier, ne? Jetzt kommt das hier. So. Jetzt nehme ich hier dieses Fleisch. Boah. Ich krieg grad so Bock, einfach dieses Fleisch zu nehmen und so in meinen Mund zu tun, ne? Auch geile Taktik, der Kami hat sich das Fleisch mit nach Hause genommen in der Box und hat das zu Hause mit Ei warm gemacht. Auch geile Idee. Deswegen kann man das auch geil zum Frühstück essen. Frühstück dieses Fleisch mit Ei zusammen und geilem Brot, Digga. Ist schon geil. Dicke Stücke Brot. Ja. Bisschen so rein mit dem. Noch ein bisschen mitnehmen, ne? Oder was ist oder rein? Bisschen Brot, genau. Ja, ich mach sofort. Bruder, was tut der da rein bei dem? Kannst du ein bisschen drücken, dann geht's. Damit war's nicht gut, Alter. Digga, ich sag dir, das liegt einfach in diesem kurdischen Gen, Bruder, Döner machen. Jetzt kommen die Topping, komm mal hier hin. Was willst du gerne an Topics haben oder soll ich entscheiden? Ich sag einfach gar nichts, weil am Ende machst du wieder. Ich mach, ne? Ich entscheide. Okay, wir nehmen ein bisschen Röstzwiebeln, die mag ich persönlich sehr, sehr gerne. So. Röstzwiebeln drauf, dann ein bisschen Jalapenos für die Schärfe. Ich habe auch gefilmt, da wird auch ein Vlog kommen, aber ich denke, der wird erst am Mittwoch kommen, bevor ich fliege nach Juventus. Nach Mailand, nach Newcastle.
Boah, Digga, guck mal, diese Jalapenos. Da noch ein bisschen Käse, damit wir das auch ganz ein bisschen abmilden. Verstehst du? So. Und, ganz wichtig, ein Mais. Ist Sucuk Schwein, nein. Einfach ein Mais. Und zum Abschluss noch mal Soße drauf. Ey Jungs, wem gehört dieser Döner? Die Arbeit. Ey, Mohammed war richtig großzügig, Jungs. Ohne Scheiß. Wow. Oh, ekelhaft, was macht der da? Bruder, und hier ist ein Sucuk, ein Chill, ja? Mein Bruder. Ja, Nigga, lass es dir schmecken. Junge, wie gut, Alter. Hast du schon mal gemacht? 3 €. Ja. Das war gut, ne? Ohne Spaß. Weil der kommt nie wieder, der Junge. Der kommt nie wieder. Was hat er da reingemacht, Digga? Das ist komplett hops genommen. Das war gut, ne? War gut, ne? War gut, ehrlich. Ey, Mann. Ey, was machst du da? Geil, Alter. 3 € war. Diese Story war so geil. Ey, diese verdammte Werbung, Alter. Warte mal, ey, warte mal. Das geht mir echt auf den Sack gerade hier. Warte mal. Was hat er da gemacht, Hamid? Er ist Millionär mit dem Video geworden. Spaß, das war gut, ne? War gut, ne? War gut, ehrlich. Ey, Mann. Guck mal jetzt mit dieser Musik, wie geil. Sing, sing, ha, sing, sing, so. Hör mal jetzt. Jetzt hör mal. Geil, Alter. Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Kann ich auch eins vor? Wieder los, Tabak, frischer Hoodie. Hamid wartet drin auf dich. Echt? Ist er drin? Ja. Okay, ich hole auf. Hey, Tabak, Massi, was geht ab, Bruder? Alles klar? Ja, wie geht's dir, Bruder? Schön, dich zu sehen. Hey! Wie geht's, Bro? Alles klar? Vielleicht bin ich zu Wort, Bro. Ja. Oh. Ja, Mann, also die sind alle gekommen. Wirklich, das weiß ich den Jungs auch so sehr zu schätzen, Alter. Tabak, Casey, Hamed, wirklich sehr, sehr korrekt. Oh, Masi, gut, sieht schön aus. Steht ja, dir? Also schön ausgelaufen. Ja, findest du? Ja, wie findest du, Conny? Echt gemütlich so. Ja, geil. Freut mich. Hast schon gegessen? Deine Frise mag ich. Ja? Ja, hab ich aber letztes Mal auch schon gesagt. Jetzt wieder ein bisschen frischer, ne? Ja, jetzt muss das so rauswachsen. Dann nein, ich finde so auch fresh. Ja, zeig mal. Das, was ich dir gegeben hatte. Ja. Ich stell dir vor, jetzt kommt am Ende so wie Hamid Getränk geklaut. Junge, das ja. Ja, Brotatoes auch, normal, ey. Brotatoes auch, super korrekt, die zwei, Alter. Wirklich, Lars. Nee, ich hab den Namen vergessen, Alter. Lars und Spidey. Ich kenne nur deren Spitznamen, Alter. Ja, genau, Lars und Spidey, Digga. Ja, Digga. Ja, Spidey. Ich nenne ihn immer Spider-Man. Lukas und Lars, ja, ich nenne. Ach, Digga, lass mich in Ruhe. Wir haben uns jetzt nochmal 2 Döner geschnappt zum Auto. Digga, wie viele Blätter sind hier drin? Hilfe. Jetzt geht's wieder zurück. Also, die Döner waren ehrlich sehr, sehr gut. Sonst hätten wir uns auch nicht nochmal einen zweiten geholt. Ich bin ehrlich sehr positiv überrascht. Mal überlegen, so ein Video zu machen, wo ich so ganz, ganz viele verschiedene Döner ausprobiere. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese Video-Idee nice findet. In einem Video so richtig viele verschiedene Döner. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und jetzt geht's wieder 2 Stunden zurück nach Paderborn. Wir haben hier noch einen Watto-Zipper. Ich glaube, wir verschenken das an so eine random Person, die wir einfach in Paderborn auf der Straße sehen. Also gleich, wenn wir anfangen. Was ich einfach meinem Sucukladen verschenkt und. Komm, suchen wir einfach eine random Person, vielleicht eine, die mich erkennt oder so. Und dann geben wir in den Zipper. Okay, wir sind jetzt wieder zurück in Paderborn. Wir suchen uns. Boah, der passt doch. Das ist doch oversized, Digga. Ich sag euch, die Sachen sind. Sehr geil, ehrlich. Also, korrektes Video von Hamid, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ist wirklich ein Bruder, Hamid. Ja, korrekt, dass er zur Ladeneröffnung gekommen ist. Ich habe auch viele weitere Leute noch so gefragt, ob sie kommen wollen, aber ich kann auch verstehen, viele wohnen halt weiter weg und Hamid hat jetzt auch, ist bestimmt auch 2 Stunden gefahren, hat extra ein Video gemacht zur Ladeneröffnung, was sehr, sehr korrekt ist, weil er hat ja aktuell auch natürlich Hype und so eine große Reichweite. Video hat schon über 110.000 Aufrufe, deswegen sehr, sehr korrekt. Tabak hat das, glaube ich, auch oder packt das noch in sein Video rein, da können wir die Tage nochmal drauf reagieren. Und ja, sehr korrekt. Lieferando und Lieferservice und all sowas wird noch kommen bei uns. Aber wir wollen uns erstmal auf den Ladenbetrieb konzentrieren, weil da ist gerade die Hölle los. Wenn da noch jetzt Lieferando dazukommt, Leute, dann ist komplett Schau. Sag ich so, wie es ist. Erstmal musste ich das so alles einspielen. Und auch, dass Farid gekommen ist, klar, Leute. Das habe ich ja gestern schon gesagt in meinen Storys. Einfach Farid ist gekommen, wo meine Eltern auch gleichzeitig da waren. Mein Vater war auch dabei, ne? Farid saß genau gegenüber. Farid fragt so, seid ihr die Eltern von der Nähe? Und die so, ja. Mein Vater wusste gar nicht, wer Farid ist. Er so, ja, guten Appetit, mein Junge. Ja, lass es dir schmecken.
Das war echt lustig, Alter. Mein Vater hat den gar nicht gekannt. Mein Vater hört das ja auch nicht, die Musik. Meine Mutter kannte Farid halt von damals noch, weil wir da diese JBG Gaming Team hatten. Da habe ich ihr das auch gezeigt und so. Mein Vater hat sich aber nicht mehr daran erinnert. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. War geil.